Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 2. Wir machen heute weiter mit unserem Freund Claude. Ja. Ich habe immer noch keine volle Energie, warum auch immer. Jetzt brauche ich ein Auto. Dann habe ich die als in der Garage stehen. Was machen wir dann heute als Mission? Ich denke mal, dass wir wieder mit dem T weitermachen werden. Kein Auto in der Garage, welche eine Überraschung auch. Nein. Gut. Taxi, da war ein Polizeiwagen, den wollte ich jetzt nicht unbedingt Taxi. Ja, mein Freund, ich brauche mal ein Auto. Ich brauche überhaupt ein Auto. So. Okay, wir sind wieder am Start mit GTA 3. Wir sind wieder zu Gast in Liberty City. Ja, ich weiß, da vorne ist ein Telefon. Ich weiß auch, was für eine Mission das ist. Das ist ein Autorennen, aber ich habe gesagt, keine Nerven. So, genau. Komm zu Mama. Ja, komm zu Mama. Kein Werfer zu. So, wir müssen da hoch irgendwie. Wir haben ja Kohle momentan in der Hand. 44.000 Leute auf dem Weg. Nicht, dass wir uns gleich irgendwo angeschossen werden. Welche Überraschung. Ich habe den überhaupt in der letzten Folge gemacht, ich weiß es gar nicht mehr. Ernsthaft ist, ich weiß es nicht. Ich spiele was länger. ja. Mamma mia! Ich habe wohl im Italienviertel zu sein. Der Gläser, die wir auch immer. So. Mühle ist geparkt und es geht weiter heute mit den explodierenden Fischen. Okay, I've had enough of this shit. We're gonna finish the triads in Liberty once and for all. Eight Ball's rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer, so if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful. Eight Ball says it's real sensitive, and the slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart, so you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. Na gut, was haben wir dann als nächstes zu tun? Ein Ziel haben wir auf jeden Fall. Fahren wir mal dahin. Das ist wahrscheinlich wieder irgendein Töten. Okay, dann ist es mal hier. Wir brauchen eine Autobombe, okay. Dann wollen wir bei 8 Ball mal eine Autobombe in den Wagen. Was ist hier? Oh, achso, wir brauchen den gar nicht. Wir brauchen den Müllwagen. Doch, wir können auch runter, okay. Wir haben 2 Minuten Zeit. Ja, genau. Ich fahre da jetzt vor allen Dingen direkt runter. Ist die Verarschen jetzt gerade? Da müssen wir runter. Was wir heute zu tun haben. Dann habe ich nur 70 Leben noch ungefähr. Ah ja, genau. Beak up, wenn du sein musst, Arschloch, ey. Eigentlich durch ohne Probleme. Noch eine gute Minute.
dahin. Oh, fahr in die Mitte, du Mist. Sekunden. Eieieiei. Okay, wir haben aber die Mission geschafft. So, wir hätten eine nächste Mission offen, die wäre Salvatore. Wir haben das T erledigt. Oh, Glück gehabt, dass ich diese Mission geschafft habe. Die wollten mich schon direkt auf mich schießen. Aber wir haben uns nicht erwischt. Das war erstmal gut. Das heißt, wir müssten eigentlich direkt mal zum Krankenhaus. Gut, dass wir schon wieder hier um die Ecke sind. Also noch kenne ich mich hier so ein bisschen aus. Das ist die Polizeiwache. Aber das Krankenhaus ist nebenan. So. Perfekt. Wunderbar. Ja. Das ist eine Überraschung, dass das Ding gleich anfängt zu rauchen. Auto. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt wäre das so. Ach, diese Steuerung, Mensch. Ich habe wieder ein bisschen Bock auf Retro Games, auf jeden Fall ein bisschen GTA. Ich muss ja leider mein Let's Play zu Metro Exodus leider beenden. Irgendwie wollte der da nicht weitermachen. Aber schade eigentlich. Aber wenn ich nicht weiter kann, dann. So. Da machen wir heute mal mit Salvatore. Oh, ich habe wieder 100. Ah ja, ich habe 100 Leben. Ich habe ja. Das war ja im Krankenhaus. Gut. The cartel has got bottomless funds from pushing that spank crap. If we make an open attack on them, they'll wipe the floor with us. They must be making spank on that big boat that Curly led you to. So we gotta use our heads. Or rather, one head. Was? Your head. I'm asking you to destroy that spank factory as a personal favor to me, Salvatore Leone. If you do this for me, you will be a made man. Anything you want. Go and see 8-Ball. You'll need his expertise to blow up that boat. So, wir sollen ein Schiff hochjagen. Sagt jetzt uns zumindest. Erstmal müssen wir zu. Ne, wir müssen irgendwo hin. Warte, brauche ich jetzt mal ein vernünftiges Auto. Du. Mit der Karre machst du am Ende gar nichts mehr. Komm. Weil es so fein ist, machen wir dann mal angucken. Weil es so schön ist, machen wir da mal kurz im Schrottreifen raus. Auto, vernünftiges Auto. Ich hätte nicht gerne noch einen Lieferwagen oder so. Ah, hier steht er. So. Thank you.
Der Bombenanschlag Teil 2. Yo, my man. Salvatore phoned ahead, but a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover expenses. But you know with me, you get a lot of bang for your buck. Come back, brother, when you have the money. So, was will der denn jetzt von... Der Bombenschlag... Hä? Was? Okay, let's do this thing. I can set this baby to detonate, but I still can't use a piece with these hands. Here, this rifle should help you pop some heads. Na dann, auf geht's. Ja. Wir müssen irgendwas machen. Okay, wir müssen... Ah, ich weiß was. Okay, wir müssen mit dem Snipergewehr... ...ein bisschen arbeiten. Ich weiß, welche Mission das ist, definitiv. Ich hab nämlich... Oh, die schwimmt aber auch nicht, hä? Okay, jetzt müssen wir da anhören. Get a good vantage point, then I'll head in when you fire the first shot. Okay. Ah, wir müssen da also irgendwie wegsnipern. Okay. Das sind aber einige, ja. Aber naja. Naja, können wir schon hingehen. Achso, das ist dasselbe. Wir müssen irgendwo hoch. Wer ist mit dem Kran hier? Kriegen wir das hin? Ich müsste kurz die Steuerung. Ja. Gut. Hilfe! Aha, irgendwie will er gerade nicht. So, Mission. Ja, Steuerung. Ja, super. Und ich muss das. Ah, okay. Mit Viereck reinzoomen. Ja, welche Überraschung. Ah, super, und ich muss die Scheiße nochmal neu machen, oder was? So eine Kacke! Die mich verdrückt hab. Weil ich mich verdrückt habe ein bisschen. Na gut, dann lass es ja nochmal probieren. Aber das machen wir dann im nächsten Part.